Es ist soweit, das neue Kayla Shikes Video auf Instagram ist da und wir gucken es uns heute an. Viel Spaß dabei. Ja. Hallo und willkommen, ich bin Rechtsanwalt Alexander Boos aus Mainz. Ja, Kayla Shikes hat gestern ein neues Video hochgeladen. Ich lag zu der Zeit allerdings schon im Bett, habe das nur kurz überflogen, war mir dann echt zu spät und habe gesagt, das machen wir heute in Ruhe. Sie nimmt auf Instagram Stellung zu den jüngsten Ereignissen, zu der einstweiligen Verfügung des Landgerichts Hamburg. Bevor wir uns das jetzt angucken, ein Wort vorweg. So ist es. Ich will hier keine Beleidigungen in den Kommentaren haben. Ja, kann prinzipiell jeder sagen, was er will, solange das nicht beleidigend ist oder zu kritisch, Schmähkritik, Formalbeleidigungen. Sowas will ich hier nicht haben und das gilt in beide Richtungen, also weder in Richtung Rammstein noch in Richtung Kayla Shikes. Ich habe das immer gesagt, dass ich da rechtlich neutral werte. Ich würde Lindemann genauso vertreten wie Kayla Shikes. Das vorneweg. Also bitte seid nett miteinander, das gilt immer und das klappt ja auch meistens. Manchmal sind ein paar Ausreißer dabei, aber dann wird auch mal auf Hinweis korrigiert. Nichts beleidigen, alles was rechtlich sauber ist, ist okay. Nicht mehr und nicht weniger. Und nun gucken wir uns das Video an. Ja. Gut, dann gehen wir mal rein in das Video von Kayla. Ich habe hier keine Funktion zum Spulen gefunden. Ich habe auch erst seit ein paar Tagen diesen Instagram-Account. Könnte mir folgen, ist aber kein Content drauf im Moment. Ich weiß noch nicht, was ich damit mache. Weil irgendwie Videos gehen zwar, aber ich kann keinen einfachen Link da wohl teilen. Ich könnte es dann nur in den Text machen oder so. Vielleicht hat jemand einen Tipp, wie man es vernünftig benutzen kann. Also gucken wir es uns an. Viel Spaß. Hallo, ich wollte euch was mitteilen, was ihr vielleicht schon in den Medien gesehen habt. Ursprung, ich habe mich vor circa einem Jahr bei einem Rammstein-Konzert in der Situation wiedergefunden, dass ich als potenzieller Sexualpartner dem 60-jährigen Frontsänger von Rammstein, Till Lindemann, rekrutiert wurde. Als potenzieller Sexualpartner, schön gesagt, ja. Aber ist so. Und nichts davon wusste und kurz darauf herausgefunden habe, dass das ein System ist, welches bei jedem Konzert stattfindet, dass Fangirls rekrutiert werden. Darüber habe ich auf meinem YouTube-Kanal berichtet, habe außerdem in dem Video berichtet, was andere Frauen von ihren Erfahrungen erzählt haben. Die Band Rammstein hat geäußert, sie möchte nicht gegen die Mädchen vorgehen, die von ihren Erfahrungen berichten und dass die Mädchen ein Recht auf ihre eigene Sicht der Dinge haben. Das habe ich jetzt nochmal nachgeguckt. Sie bezieht sich auf diesen Post, Mitteilung der Band hier auf der Homepage Rammstein. Beteiligt euch nicht an öffentlichen Vorverurteilungen jeglicher Art, denen gegenüber die Anschuldigungen erhoben haben. Sie haben ein Recht auf ihre Sicht der Dinge. Wir, die Band, haben aber auch ein Recht, nämlich ebenfalls nicht vorverurteilt zu werden. Also hierauf bezieht sie sich wohl. Und daraufhin hat Till Lindemann eine der krassesten Anwaltskanzleien Deutschlands engagiert, um gegen mich, Shelby Lynn und auch das Spiegelmagazin vorzugehen. Also das mit dem Recht auf eigene Sicht der Dinge sieht Till Lindemann wohl ein bisschen anders. Und leider das Landgericht Hamburg auch. Ja, dieses Statement gibt's. Ob man da jetzt rauslesen kann, dass das Ganze nicht anwaltlich verfolgt wird, weiß ich nicht. Ja, ist ein bisschen blöd formuliert, ne? Also, wir haben eine eigene Sicht der Dinge. Wir haben auch ein Recht. Ja, keine Ahnung. Ist natürlich richtig. Das Statement passt nicht so ganz zu dem Verfolgen dann. Aber ich glaube, auch so war es nicht unbedingt zu verstehen, das Statement. Eine der krassesten Anwaltskanzleien in Deutschland, weiß ich auch nicht. Es gibt so viele Anwaltskanzleien und die kochen dann irgendwie alle nur mit Wasser. Aber ich lasse es mal so stehen. Es ist sicherlich eine Kanzlei, die spezialisiert ist auf diesen Bereich und die eben auf, ich sag mal, Promi-Mandanten spezialisiert ist. Es gibt sicher krassere Anwälte. Und andere hätten das wohl auch nicht anders gemacht. Es ist jetzt auch kein Hexenwerk. Meine Meinung. Denn die einstweilige Verfügung gegen mich und auch das Spiegelmagazin wurde erwürgt. Warum das Landgericht Hamburg? Das Landgericht Hamburg soll wohl als der sicherste Ort gelten, wenn es darum geht, bei Äußerungsrecht und Meinungsfreiheit für den Kläger zu entscheiden, nicht für Meinungsrecht. Sagen wir, die sehen das ziemlich eng in einigen. Sicher auch nicht das krasseste Gericht, aber wohl, so hat man jetzt einigen Kommentaren auch von anderen entnommen, ein Gericht mit relativ strenger Rechtsprechung in diesem Bereich. Habe ich selber aber keine Erfahrung dazu. Ich habe nie Promi-Mandanten vor Pressegerichten oder Pressekammern vertreten, deshalb weiß ich das nicht.
Es wird schon einen Grund haben, dass man sich Hamburg ausgesucht hat, und das ist nicht, dass es der Sitz des Spiegels war, denn im Fall von Kayla Shikes trifft das ja nicht zu. Also natürlich sucht sich ein Anwalt das Gericht aus, was ihm wohlgesonnen ist, das ist klar. Punkt mit Äußerungsrecht und Meinungsfreiheit. Sie haben Till Lindemann und seiner Anwaltskanzlei in allen Punkten recht gegeben und mir alle Aussagen verboten. Ist interessant, Sie haben Till Lindemann in allen Punkten recht gegeben. Das heißt auch, mir liegt ja leider der Beschluss noch nicht vor. Ich habe ihn mal kurz gesehen beim Kollegen. Wer war das? Na klar, Solmecke. Da konnte man mal drüber gucken. Anscheinend war es dann so, dass sie sich wirklich nur diese Punkte rausgepickt haben und in den Punkten auch recht bekommen haben. Anwälte sind natürlich vorsichtig, man darf nicht zu viel verlangen. Also da, wo man unsicher ist, lässt man es vielleicht besser weg, sonst läuft man Gefahr, einen Teil zu verlieren. Siehe Lindemann gegen den Spiegel, da ist ja fast die Hälfte verloren worden. Bei Kayla Shikes anscheinend alles durchgegangen. Die Aussage, dass sie jetzt gar nichts mehr sagen darf, ist natürlich auch nicht richtig. Also diese Punkte, da darf sie nicht mehr sagen. Und aber um das nochmal in Perspektive zu setzen, das bedeutet, dass die Aussagen einfach rechtlich gesehen keinen Bestand haben. Und aus einem 35-Minuten-Video wurden 30, 40 Sekunden rausgeschnitten. Der Rest steht. Was heißt das auf Deutsch? Das ist richtig, wobei ich glaube, es hat jetzt noch 35 irgendwas, gell? Vorher waren es 36 irgendwas, also vielleicht eine knappe Minute weg. Und es ist auch weiterhin so, wenn ich es auch den Teilen des Beschlusses, die ich gesehen habe, richtig entnommen habe, es geht hier nicht darum, dass das Landgericht sagt, das ist nicht die Wahrheit oder sowas, sondern es gescheitert an der Glaubhaftmachung. Das ist prozessual dann als unwahr zu betrachten. Hat aber nichts damit zu tun, ob diese Dinge stimmen oder nicht. Das will ich ganz deutlich sagen. Es ist eine reine Entscheidung aufgrund von Beweisnot und nichts anderes. Was eine einstweilige Verfügung. Mir werden jetzt gewisse Aussagen verboten. Ich muss sie aus meinem Video schneiden und ich darf die so auch nie wieder öffentlich sagen. Außerdem muss ich jetzt die Gerichtskosten gegen einen 60-jährigen Multimillionär tragen. Unterm Strich für mich, weil ich. Die Gerichtskosten für einen 60-jährigen Multimillionär. Ja, das stimmt in Bezug auf dieses Verfahren. Der Streitwert war, glaube ich, 60.000 Euro. Gerade mal nachrechnen. Ich junge Frauen schützen wollte. So, ich habe es gefunden. Bei 60.000 Euro sind das für das einstweilige Verfügungsverfahren ungefähr 2.400 Euro pro Anwalt. Also sind wir bei 5.000. Für das Gericht kommt nochmal ein knapper Tausender dazu, also 6.000, alles jetzt grob gerechnet. Und dann stehen natürlich auch noch die Kosten der Abmahnung an, wahrscheinlich auch aus dem Streitwert 60.000, also nochmal gute 2.400. Also roundabout irgendwas unter 8.000 Euro, was sie der Spaß kostet. In dem Fall, wenn sie komplett verloren hat, trägt sie auch die kompletten Kosten. Ich habe es schon mal gesagt, das ist die gesetzliche Vergütung. Ich habe jetzt keine Lust, das mit so einem Rechner hier auszurechnen. Darauf dürfte es auch nicht ankommen, hier auf den letzten Cent. Also, das ist die gesetzliche Vergütung, die Dillenmann hier erstattet bekommt. Das hat nichts damit zu tun, was er wirklich für seine Anwälte bezahlt. Ich nehme an, dass es teurer war, wie das bei Keller war, weiß ich nicht. Schauen wir weiter. Immer noch will. Und ich hätte wissen können, dass ich aus Hamburger Perspektive einige Sachen rechtswidrig formuliert habe. Alles, was ich von meiner Erfahrung erzählt habe, ist nichts als die Wahrheit. Ich weiß, ich habe das Richtige getan. Ich hatte und habe noch nie böse Absichten gehabt, in keiner Form und gegen niemanden. Und Alles, was sie aus ihrer Sicht erzählt hat, ist die Wahrheit. Ich glaube, da ist auch nichts dran zu rütteln. Die Problematik waren ja eher bestimmte Aussagen, die vielleicht auch aus der Emotion raus passiert sind oder die getroffen wurden aufgrund von Aussagen von Dritten, wenn ich es richtig im Kopf habe. Wo es dann im Endeffekt, so meine Einschätzung des Beschlusses bisher, an der Glaubhaftmachung gefehlt hat. Ich konnte leider bei dem Beschluss bislang, ich habe immer nur Ausschnitte gesehen, nicht sehen, ob hier überhaupt eine Stellungnahme von ihr erfolgt ist im Vorhinein. Es hat für mich fast gewirkt, als wäre die einstweilige Verfügung ohne vorherige Stellungnahme ergangen. Ist jetzt aber nur meine Mutmaßung. Das werden wir noch erfahren, sobald der Beschluss aus Hamburg da ist. Wenn das der Fall ist, hat sie natürlich auch keine Möglichkeiten, das vorher glaubhaft zu machen. Es wäre dann Sache eines Rechtsmittelverfahrens. Für mich hört sich das im Moment aber schon so an, als hat sie nicht vor, hier rechtlich weiterzugehen. Aber schauen wir mal. Ich bin auch ehrlich gesagt in einigen Punkten sehr überrascht über die Deutung von Hamburger Landgericht gegenüber einiger meiner Aussagen. Und ich würde euch gerne teilhaben Landgericht. lassen, welche Aussagen mir verboten wurden. Deswegen würde ich die euch kurz vorlesen.
wurden vom Landgericht Hamburg verschiedene Äußerungen verboten. Und Liest sie das jetzt wirklich vor? Sie darf ja eigentlich nicht mehr äußern. Jetzt liest sie vor, was sie nicht äußern darf und sagt dann dazu, ich darf das nicht äußern. Das gefällt mir. Finde ich gut. ich muss deswegen noch mal vor dem Video ganz kurz ein paar Sachen klarstellen. Also das Landgericht Hamburg unterstellt mir offenbar unter anderem, dass ich behauptet oder den Eindruck erweckt hätte, Till Lindemann habe Mädchen Drogen bzw. K.O.-Tropfen verabreicht oder dieses gehe jedenfalls auf ihn persönlich zurück. Das gleiche gilt für Alkohol. Zudem geht das Landgericht davon aus, dass ich das Verhalten von Till Lindemann mit dem Verhalten eines pädophilen Vergewaltigers gleichstelle, es aber keine Beweise dafür gibt, dass er Sex mit Minderjährigen gegen ihren Willen habe. Also, um es nochmal sehr deutlich zu sagen, es ist außerhalb meiner Kenntnis, wer wem Alkohol oder Drogen gegeben hat oder auch nicht. Ich meine mich zu erinnern, als wir Kailas Videos geschaut haben, dass ich noch die Anmerkung gemacht habe, sie sagte nicht von wem. Kommt mir irgendwie gerade so in den Kopf. Dass er persönlich jemandem Alkohol oder Drogen verabreicht hat oder jemanden gebeten hat, das für ihn zu machen, das kann ich nicht abschließend beurteilen. Ich kann auch nicht abschließend beurteilen, ob er Korrekt. Frauen oder Mädchen unter Drogen, unter Nichtdrogen vergewaltigt hat. Was ich ihm vorwerfe Auch und korrekt. vorwerfen kann, ist, dass er ein alter Mann ist, der seine Position als Weltstar ausnutzt, um mit Mädchen Sex zu haben, die Fans von ihm sind. Interessante Aussage. Ist keine Tatsachenbehauptung aus meiner Sicht, ist eine Meinungsäußerung. Ne? Ich meine, Weltstar, klar, ist irgendwie dem Beweis zugänglich, die Behauptung, dass er seine Machtposition ausnutzt, um mit jungen Frauen Sex zu haben, ist aus meiner Sicht auch dem Beweis nicht zugänglich. Von daher sehe ich das eher als Meinungsäußerung. Das kann sie so machen. Wenn es nicht in den Bereich der Formalbeleidigung oder der Schmähkritik geht, und das tut es aus meiner Sicht nicht. Also macht sie schon ganz clever gerade von den Aussagen. Ich habe gestern aber auch noch ein kleines, ich weiß nicht, wie das auf Instagram heißt, da kam noch so eine Nachfrage, wann kommt denn das Video? Und da hatte sie geschrieben, sobald sie grünes Licht von ihrem Anwalt hat. Also das Video ist vorher juristisch gesichtet worden. Und man sieht ja auch, sind ein paar Schnitte, verschiedene Klamotten, da ist nochmal was nachträglich reingemacht worden und so weiter. Sicher alles nach Rücksprache auch mit ihrem Anwalt. Juristisch sauber. Und diese Fans vielleicht die Situation und die Folgen daraus nicht einschätzen können, wodurch meiner Meinung nach Machtmissbrauch entsteht. Also das war kurz nochmal zur Klarstellung und jetzt weiter im Video. Auch das mit dem Machtmissbrauch, das ist natürlich ein schwammiger Begriff, was das bedeutet. Von daher benutzt sie den auch. Und kann man so äußern, wird man nicht angreifen können, aus meiner Sicht. Weil was ist Machtmissbrauch? Ja, kann man mal drüber nachdenken. Da gibt es sicherlich verschiedene Definitionen, die man hier anwenden kann. Gibt aber keinen Paragraphen dazu. Deshalb ist sie auch da auf der sicheren Seite. Das ist von ihrer Meinungsfreiheit gedeckt. Also, das sind ein paar Sachen. Ich zitiere: Vor circa einer Woche war ein Mädchen namens Shelby bei Ja, sie seinem macht das jetzt Konzert und wirklich, ja? wurde dort unter Drogen Clever. gesetzt. Dieser Satz ist unterstrichen, das darf ich nicht sagen. Ist mit blauen Flecken und Druckspuren an ihrem ganzen Körper aufgewacht und war mutig genug, sich dazu öffentlich zu äußern. Jetzt kommt wieder ein unterstrichener Part, der untersagt wurde, rechtlich gesehen, was eine Welle an Opfern losgelöst hat, die das Gleiche beim Rammstein-Konzert erlebt haben. Weiter geht's. Zitat: Dann wird bei der Afterparty Till Lindemann reingebracht, die Mädchen werden besoffen gemacht, sie trinken zusammen mit ihm, anscheinend werden bei einigen Mädchen auch K.O.-Tropfen reingemacht. Weil es gibt jetzt schon so viele, die berichtet haben, dass sie keine Erinnerung haben, dass sie die Tage danach gezittert, gekotzt haben, dass sie nicht bei sich waren. Einige davon haben geschrieben, sie sind in seinem Hotelzimmer aufgewacht, mit Wunden, mit aufgerissenen Klamotten, weil sie sich nicht erinnern können, was passiert ist, aber sie spüren, sie hatten Sex. Das heißt, es werden Fangirls da reingebracht, sie werden besoffen gemacht und dann sucht er sich aus, mit wem er Sex haben will. Ihr seht, diese unterstrichenen Passagen sind die, die mir untersagt werden, so zu äußern, weil das Landgericht Hamburg der Auffassung ist, ich äußere, dass er jemanden K.O.-Tropfen verabreicht. Das ist der nächste Punkt. Das ist so hart. Sie wurde halt von dem Konzert so wie Shell. Meines Wissens nach hat sie nie gesagt, dass das Lindemann war. Es könnte natürlich durch das Video aber der Anschein erweckt worden sein. Ich habe das ja auch als äußerst kritisch angesehen, als wir das Video analysiert haben. Also da sicherlich das Problem.
Und wie will sie das glaubhaft machen? Das kann sie nicht. Das wird nicht funktionieren. Von daher hat sowohl sie hier als auch natürlich das Landgericht Hamburg ein Problem, ihr zu folgen und deshalb diese Beweislastentscheidung auch ergangen, weil eben einfach keine Möglichkeit der Glaubhaftmachung für sie da war. Vielleicht wäre das mit einer eidesstattlichen Versicherung von Shelby Lynn gegangen, aber Shelby Lynn kann ja auch nicht bestätigen, dass sie jetzt unter Drogen stand oder nicht. Gibt ja keine medizinischen Belege dafür, also rechtlich schwierig. Shelby und viele andere gedruckt und schreibt, dass sie am Ende Sex mit ihm hatte und zwar komplett unter Drogen gestellt. Das sind so viele Fälle, das ist so schlimm. Oh Digga. Zweimal Digga in diesem Rechtschreiben. Es ist belastend, das zu sehen. Ich muss ein Wort weniger benutzen. Oh, Digga. Ja, das bezieht sich, glaube ich, auf einen Screenshot, den sie geteilt hat, oder auf die Erzählungen von anderen Mädchen. Da ist natürlich das gleiche Problem. Ich bin davon ausgegangen, sie hat da vielleicht ein bisschen mehr in der Hinterhand, dass man diese Dinge irgendwie glaubhaft machen könnte, die Erzählungen der Dritten, die ihr jetzt hier auf der Füße fallen. Aber anscheinend war das nicht der Fall. Also daher prozessual natürlich auch sehr schwierig für sie. Deshalb hat das Landgericht auch so entschieden. Nächste Passage. Und ich war so, Digga, das macht's noch tausendmal schlimmer, dass es dort alle wissen. Es ist genauso eine Scheiße wie bei so R. Kelly und diesen ganzen pädophilen Vergewaltigern, die irgendwelche 15-Jährigen ficken wollen. Die Aussage, das hatte ich glaube ich auch im Video, natürlich auch kritisch, weil der Vergleich hier zu einem verurteilten Sexualstraftäter hergestellt wird. Gucken wir mal, was sie dazu sagt. Ich habe mich in dieser Passage darauf bezogen, dass jetzt schon sehr viele Systeme aufgedeckt wurden, in denen Männer in Machtpositionen Mädchen, die zu jung sind, ausnutzen, um Sex mit ihnen zu haben oder um irgendwie sexuell mit ihnen zu verkehren. Hier fand ich es wirklich krass, dass das Landgericht Hamburg gegen mich entschieden hat, weil die der Auffassung sind, dass diese Aussage impliziert, dass ich sage, dass Till Lindemann ein pädophiler Vergewaltiger sei und die das als Tatsachenbehauptung werten. Wobei ich mich auf das System von Machtmissbrauch in dem Zusammenhang bezogen habe. Und dass dieser Vergleich mir als rechtswidrige Meinungsäußerung verboten wird, finde ich an der Stelle auch. Jetzt kommen wir zum vorletzten Punkt, den ich vorlese, der mir untersagt wird. Tatsachenbehauptung oder rechtswidrige Meinungsäußerung. Ich erinnere mich, habe ich bei, war das Solmecke? Keine Ahnung, aber jedenfalls auch gesehen, dass die das als beides einstufen, ist aus meiner Sicht nicht ganz korrekt. Sei es drum. Werden wir uns mit befassen, wenn der Beschluss da ist. Freut euch. Und dass jetzt so viele Mädchen auch gesagt haben, dass sie unter K.O.-Tropfen waren und sich an nichts erinnern können, ist halt so herzzerreißend. Oder dass sie spüren, dass sie blutend aufwachen und wissen, dass ihnen was passiert ist, woran sie sich aber nicht erinnern können. Das ist so schlimm. Hier habe ich mich auf die Erfahrungsberichte von Mädchen bezogen. Hier wertet das Landgericht Hamburg die Aussage als unwahre Tatsachenbehauptung, beziehungsweise eine Tatsachenbehauptung mit ohne Beweislast. Deswegen sagen die, der Zuschauer geht davon aus, dass die Antragsgegnerin behaupten will, dass es diese Erfahrung tatsächlich gegeben hat. Und ob ich den Mädchen glaube oder nicht, ist ja meine Sache. Aber ich darf anscheinend nicht äußern, dass ich deren Erfahrungsberichte schlimm und herzerreißend finde. Die letzte. Ja, die Formulierung war ein bisschen, sag mal, juristisch unsauber in dem Video gemacht. Natürlich stützte sie sich auf Erfahrungsberichte. Es kam aber, glaube ich, nicht deutlich genug raus, dass sie sich die nicht zu eigen machen möchte. Oder dass sie nicht weiß, ob das stimmt oder nicht. Das ist ja der Punkt. Diese Erfahrungsberichte habe ich ja auch gelesen. Hier auch wieder das Problem der Glaubhaftmachung. Sie weist selbst darauf hin. Das ist reine Beweislastentscheidung, weil sie da wohl den Nachweis nicht führen kann. Und der Kontakt zu den entsprechenden Personen, die das so geäußert oder geschrieben haben, anscheinend auch nicht so groß ist, dass man ihr da Schützenhilfe gegeben hat. Von daher steht sie vor Gericht dann alleine und kriegt das natürlich nicht nachgewiesen. Aber auch hier den Vorwurf hier mit, dass sie unter, was war es jetzt, K.O.-Tropfen oder unter Drogengesetz, weiß ich jetzt gerade nicht. Ich kann hier nicht zurückspulen. Wie soll dieser Nachweis geführt werden? Das ist einfach ein häufiges Problem bei diesen Vorwürfen, dass der Nachweis ohne direkt eingeholtes medizinisches Gutachten ja gar nicht zu führen ist. Von daher war das abzusehen, dass sie in dem Punkt auch verlieren wird. Aussage, bei der ich besonders schwierig finde, dass sie mir untersagt wird. Es passiert jetzt gerade. Auf der ganzen Welt nutzen Männer ihre Machtposition aus, Mädchen sexuell zu missbrauchen, weil sie so ein ganzes riesenfucking System um sich herum haben, beschützt zu werden und es ist einfach nichts Neues. Wir wissen, dass sowas passiert und Till Lindemann ist einer davon. Das ist eine Passage, das finde ich kritisch, dass man das untersagt. Ich
weiß, warum das Gericht das tut. Das ist wegen dem sexuell zu missbrauchen, was hier drin steckt. Und dann die Aussage Till Lindemann wäre einer davon, weil das Gericht vermutlich sagt, habe ich auch nur kurz überflogen, dass man dann denken würde, er führt Straftaten aus, wenn man das so äußert. Ich sehe das aber als Meinungsäußerung, die jetzt, ich sehe das aber eher als Meinungsäußerung, die ich persönlich noch für okay halten würde. Es ist ein hartes Ding drin, mit dem sexuell zu missbrauchen, aber wenn man mal ins Strafgesetzbuch guckst, dieser sexuelle Missbrauch an sich ist ja so nicht definiert. Missbrauchen, was bedeutet das? Das hat verschiedene Bedeutungen, wenn man mal im Lexikon nachguckt. Und auch für das sexuelle Missbrauchen ist mir zumindest jetzt gegenwärtig keine rechtliche Definition bekannt, dass das sich unbedingt darauf beziehen muss, dass er hier strafbare Handlungen ausführt. Der Begriff des sexuellen Missbrauchs kenne ich nur aus den Delikten des Strafgesetzbuches, wenn es um Kinder geht oder um Jugendliche. Da ist aber dann immer noch weiter beschrieben, was eigentlich zu einem solchen Missbrauch führt. Und ein Paragraph im Strafgesetzbuch spricht auch davon, wer eine Person dadurch missbraucht. Also das heißt, Missbrauchen an sich steht auf einem anderen Blatt. Und das sexuelle Missbrauchen könnte man schon auch so verstehen, dass es hier um die Ausnutzung von Leuten geht, die vielleicht noch nicht so ganz verstehen, was sie da eigentlich machen. Oder das ist eben wieder der Bezug zu dem System, den sie hier herstellen will. Also mit der Passage habe ich ein bisschen Probleme, dass man sie rausnimmt. Landgericht Hamburg hat sich hier, glaube ich, primär, wie gesagt, auf das sexuell zu missbrauchen gestützt und den Vergleich zu Lindemann und dann gesagt, für den Durchschnittsleser würde sich das so darstellen, als würde er auch strafbare Handlungen begehen. Das muss man aber, glaube ich, nicht so sehen. Das kann man auch anders sehen, da kann man drüber diskutieren. Ich halte Landgericht Hamburg in dem Punkt für kritisch. Sage ich ganz ehrlich, ist meine Meinung sicher vertretbar. Aber hätte ich vermutlich hier anders entschieden, auch wenn es natürlich ein harter Satz ist, das ist keine Frage. Aber da muss sich für einen Durchschnittsleser das nicht aufdrängen, dass er jetzt hier ein Straftäter ist, finde ich. Und im Zweifel bei diesen Meinungsäußerungen, so kenne ich das auch, ist ja von der, also wenn es mehrere Alternativen gibt, wie jemand was gemeint hat, dann muss das Gericht von der am wenigsten schlimmen zugunsten des Äußernden ausgehen. Aber gut, ist so entschieden. Also lassen wir es stehen. Mal gucken, was ihr dazu sagt. Auch hier aus meiner Perspektive ist die Äußerung auf das Ausnutzen der Machtposition, um Sex mit Fangirls zu haben. Hier zitiere ich ganz kurz aus dem Beschluss. Es stellt sich das, was ich gerade gesagt habe, als rechtswidrige Meinungsäußerung dar. Zwar hat der Antragsteller, also Till Lindemann, die von der Antragsgegnerin geschilderten Abläufe der Konzertabende nicht bestritten, sodass die Rekrutierung der Gäste mit den sexuellen Kontakten des weltberühmten Antragstellers mit teilweise sehr jungen Mädchen unstreitig sind. Also, Till Lindemann bestreitet nicht, dass die Mädchen teilweise sehr jung sind, die rekrutiert werden für die Pre-Aftershow, After-Aftershow-Partys. Aber in das tragen diese auch unter Berücksichtigung. Hat da im Hintergrund jemand Happy Birthday to You gesungen? Oder habe ich mich nur verhört? Also das ganze System, sie hat sich ja auch darauf bezogen, so wie ich es vermutet habe, auf das System und die Rekrutierung und so weiter und sieht darin eben den Missbrauch. Da ist ihr das Landgericht nicht gefolgt. Ich habe ja gerade schon was dazu gesagt. Interessant natürlich auch hier, auch in dem Beschluss anscheinend das ganze Casting-System, Rekrutierung, teilweise sehr junge Mädchen, wird nicht mal bestritten. Kann Lindemann auch nicht wider besseren Wissens bestreiten. Also von daher sind diese Sachen zugestanden, das ist real. Der unstreitigen eigenen Erlebnisse mit der Antragsgegnerin nicht die Bewertung, dass der Antragsteller Mädchen sexuell missbraucht habe. Auch wenn es sich dabei um einen sehr weiten Begriff handelt, so Aha. insinuiert er dennoch, dass der Antragsteller an den Mädchen sexuelle Handlungen gegen deren Willen vorgenommen habe. Das ist der Punkt. Sehr weitreichender Begriff, ganz genau. Und ob der das insistuiert, weiß ich nicht. Da kann man sich sicher drüber streiten. Ich sehe das nicht. Landgericht Hamburg sieht es so. Ich bin nicht Landgericht Hamburg. Ja. Und ich habe schon vermutet, ich glaube auch nicht, dass das nochmal in der nächsten Runde geht. Aber wir werden sehen. Also diese Meinungsäußerung sieht das Landesgericht Hamburg als rechtswidrig. Was ich vor allem insofern krass finde, weil ja überhaupt nicht bestritten wird, dass dieses ganze System von Rekrutieren von Fangirls für potenziell sexuelle Kontakte gibt, worauf ich mich ja beziehe, sondern eben dieser Aspekt, dass
dass ich äußere, dass er Mädchen sexuell missbrauchen würde in diesem System. Mein Standpunkt ist ja, dass überhaupt die ganze Rekrutierung von Fangirls schon eben ein Missbrauch der Machtposition ist. Ja, das ist die Argumentationsschiene, die ich vorhin auch im Kopf hatte. Quasi durch das System oder in dem System selbst den Missbrauch zu sehen, ist sicherlich eine vertretbare Argumentationsschiene. Ich glaube aber, dass viel von ihrem Video halt auch aus der Emotion rauskam und sich das alles vielleicht auch ein bisschen hochgeschaukelt hat. Gut, Landgericht hat zugesehen. Hören wir weiter. Ja, also jetzt wisst ihr so ein bisschen, was Sache ist. Ist auf jeden Fall ein krasses Statement. Ich bin extrem enttäuscht, aber ich komme mit den rechtlichen Konsequenzen klar. Die mentale Auslastung der letzten Monate bezüglich dieser ganzen Situation ist viel größer. Ja, der ganze Verlauf der Situation ist auf jeden Fall sehr, sehr belastend. Ich glaube nicht nur für mich, sondern für sehr viele Menschen, sehr viele Frauen vor allem. Ich hoffe, ihr lasst euch durch das und auch die Gesamtsituation nicht die Hoffnung nehmen, an die Öffentlichkeit vor Gericht zu gehen, wenn euch selbst Unrecht widerfahren ist. Ich werde euch dabei weiterhin, soweit ich kann, unterstützen und ermutigen. Lasst mir nicht den Mut nehmen. Danke für eure ganze Unterstützung. Danke für eure lieben Nachrichten. Ich bin bei euch, ich höre euch, ich sehe euch und wir lassen uns auch von sowas nicht unterkriegen. Ich schicke euch ganz viel Liebe zurück und wir hören uns sehr bald wieder. Hallo. Okay, das war's. Kurzes Abschlussfazit folgt gleich. Ja, das war nun das Video von Kayla. Ein paar interessante Aussagen drin, was ich so mitgenommen habe. Sie hat sich zwar nicht dazu geäußert, aber für mich klingt das nicht so, als würde sie gegen den Beschluss Landgericht Hamburg rechtlich weiter vorgehen. Ich glaube, das Thema ist durch. Ist zumindest mein Eindruck, den ich hier so entnommen habe. Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Aber irgendwie schwang es so mit, dass das wohl für sie hier erledigt ist, zumindest diese Auseinandersetzung. Sie hat ja auch die Abmahnkosten bezahlen müssen. Das Ganze hier, wenn es dabei bleibt, ist eine vorläufige Regelung vom Landgericht Hamburg, einstweilige Verfügung. Wenn sie nicht in ein Hauptsacheverfahren noch gehen will, wird sie eine Abschlusserklärung abgeben. Das ist so eine Art Erklärung. Ich akzeptiere die einstweilige Verfügung als endgültige Regelung. Das kann man machen. Fällt dann auch nochmal Geld ab. Möglicherweise rät ihr Anwalt auch, das selber schon von sich aus zu machen. Das ginge auch. Müssen wir mal abwarten, was weiter dran ist. Zu Landgericht Hamburg habe ich was gesagt. Das ist eine Beweislastentscheidung. Das heißt, sie konnte für alle diese Punkte, entweder wurden sie als rechtswidrige Meinungsäußerung gewertet, dazu habe ich auch was gesagt, oder das Gericht sagt, sind Tatsachenbehauptungen, wo sie aber beweisfällig geblieben ist, wo es also keine Glaubhaftmachung gab. Genaueres sehen wir dann, wenn der Beschluss kommt. Was man aus der ganzen Sache mitnehmen kann, Kayla Shikes hat hier sicher Erfahrungen bei einem Konzert gemacht. Das ist, glaube ich, unstreitig mittlerweile, mit denen sie so nicht gerechnet hat, mit denen sie vielleicht auch nicht rechnen musste. Sie ist auch, so wie ich das entnommen habe, ich kannte sie vorher nicht, kein großer Rammstein-Fan an sich, sondern war jetzt auch erstmalig auf so einem Konzert und hatte da wenig Erfahrung in diesem Umfeld. Also ich glaube, das kann man mitnehmen, dass sie eben mit diesem ganzen System da nicht einverstanden war. Das muss man auch nicht sein. Das kann ich auch nachvollziehen, moralisch, menschlich. Ich mache halt hier keinen Moralkanal, aber ich habe natürlich auch eine Meinung. Das muss man nicht alles gut finden. Man darf auch nicht vergessen, das sind natürlich hier Personen. Keiner von uns kennt Lindemann. Keiner von uns kennt die Bandmitglieder. Die Aussage ist natürlich auch falsch. Vielleicht kennen sie manche. Aber ich habe keine Ahnung, wie der Mensch privat ist. Das ist ja ein Image, was hier aufgebaut wird über Jahre. Auch bei anderen Bands weiß man das ja nie. Vielleicht ist irgendein Sänger von einer bekannten Band Hunde oder sowas. Also das nochmal als Wort. Kann jeder seine Meinung haben und das auch äußern. Wenn man es überreißt, dann steht es demjenigen, der da sich gestört fühlt, eben frei den Rechtsweg zu bestreiten. Das hat Lindemann hier auch gemacht und war ja auch erfolgreich, sowohl gegen Shikes als auch gegen den Spiegel zum Teil. Beim Spiegel geht es ja noch weiter. Also von daher, unser Rechtssystem sieht das so vor. Damit habe ich auch kein Problem. Äußerungen kann man treffen. Man muss halt schauen, ob man es hinterher auch belegt kriegt oder ob man es vielleicht im Hinblick auf schmähende Kritik oder sowas etwas überreißt. Dafür haben wir unser Rechtssystem. Von daher, das ist alles in Ordnung. Deshalb hatte ich vorhin am Anfang auch gesagt, jetzt bitte nicht zu viel Negativkommentare oder sowas. Man muss immer versuchen, denke ich, beide Seiten zu sehen. Und jeder hat da irgendwie seinen Punkt. Für Lindemann steht viel auf dem Spiel und er verteidigt sich entsprechend rechtlich. Das ist in Ordnung und das haben die ja auch bisher relativ erfolgreich gemacht. Aber mein Appell nochmal, deshalb seid nett miteinander.
Ich gehe davon aus, wir werden noch weitere Entscheidungen zu besprechen haben, insbesondere in Sachen Spiegel. Aber was Frau Scheiks angeht, glaube ich, die rechtliche Auseinandersetzung ist hier zu Ende. Aber das ist nur meine Mutmaßung. Ansonsten feel free und macht weiter. Dann können wir wieder was besprechen hier. Ich hoffe, ihr habt meine Aussagen und Anmerkungen richtig verstanden. Lasst jedem seine Meinung, aber es muss sich halt alles im Rahmen des Rechtmäßigen bewegen. Und dazu gehören eben auch solche Beweislastentscheidungen wie heute. Alles Gute für heute und wir sehen uns wieder. Tschüss!